Ja, herzlich willkommen da zu dem neuen Video, wo wir heute wieder mal Let's Drive da Fendt 312 Vario. Und da haben wir den Mulchen. Das ist so ein Wintereinsatz. Schauer. Machen wir los. Starten wir mal da. Auf dem Joystick habe ich den Mulch oben, da zum Seitenverschub. Schaut mit dem DMS wieder aus, das heißt, ich fahre jetzt einfach bei der Fußpedal mal das aus. Fahre mit dem Joystick, dann geben wir da unten Gas auf den Drehrad ein bisschen. Ja, ich fahre da ca. mit 500 Umdrehungen. Dann da ist man oben. So, dass halt nicht ganz am Boden ansteht. Jetzt habe ich mir das einfach so eingestellt mit dem Seitenverschub. Und ich mit dem fahre, dass einfach das da ziemlich gut zusammenpasst. Dass ich einfach eine Spur mit dem Vorderradl draußen fahre und dann passt das. Dann fahren wir circa 3 km/h, 9,5, 4 km/h. Nicht? Das Kabel da her. Naja. Es ist nicht viel da zum Mulchen, es sind ca. 1,3 Hektar, also gut ein bisschen. Schaut, dass ich da über 6 war. Ist ja da sehr von Vorteil, das Fahren mit dem Joystick, da mit dem Kran. Weil, ja, kann ich nicht die ganze Zeit Gas geben, der fährt halt ein Ziel für selber die Geschwindigkeit. Da wird schon zum Miststrand da fahren. Das ist der gleiche Miststrand, wie wir selber mit dem John Deere gehabt haben. Kurze Zeit später, wir haben ein bisschen einen Zwischenstopp gehabt vom Auftrag her und im Zuge dessen auch beim Mulcher die Kahlreim ein bisschen nachgespannt. Ja, ein paar Bahnen sind noch. Nehmen wir auf, rahmen um. Verschirmen. Hab mir da die Spiegel auch so eingestellt, dass ich das alles schön sehe, wo ich da unterwegs bin. Dass es keine YouTube-Videos mit Geruch gibt, weil riechen tut das Ganze schon ziemlich geil. Also es kennen einige wahrscheinlich den frischen Grünrogen. Ungefähr so riecht es. Ich sehe die Höhe verändern, es ist ein bisschen braun. Ja, warum tun wir das da jetzt nicht wegmachen und wegsilieren? Ja, es zahlt sich bei einem
Anhängt da absolut nicht aus, dass man da in seinem ganzen Tag wirklich die Arbeit in Hand hat und die Mehrwerk anhängt, das Ganze dann schwaden dort, bräsen dort und davon Feldhafen zahlt sich das auch absolut nicht aus. Beziehungsweise in einem Fahrsiedler, das ist bei dem absolut einfach zu wenig. Ich glaube 2-3 Hektar meiner Meinung nach zahlt sich das dann mehr aus, dann kann man sich die Arbeit dann gerne antun. Aber so ist es einfach eine schöne Düngung, weil gut für den Humusaufbau. Und ja, das wird einfach jetzt demnächst dann eingebaut. Morgen oder übermorgen und dann kommt der Mais rein und das passt. Biomais. Es ist aber absolut schönes Getreide, also es ist wirklich fast ein bisschen schade drum. Aber wie gesagt, es zahlt sich absolut nicht aus, weil so wie jetzt, wir fahren da jetzt einfach 2 Stunden. Und wenn du Mehrwerk und Schmoder und Bräser anhängst, das Ganze wickeln musst, dann bist du mindestens die gleiche Zeit dabei, die Bullen wegführen, mehr, bist den ganzen Nachmittag dabei, wenn überhaupt. Und so haben wir das schnell gemacht, dann hat der Mist drauf gestartet, das eingebaut und fertig. Ja, sollte sich der Akku von der GoPro verabschieden? Wundert es mich nicht, weil viel Akku ist nicht drin. So, 50%. Nicht einmal 52 Uhr Aufnahmezeit haben wir. Das geht sich aus. So lange fahren wir nicht mehr. Wir haben jetzt aber Gott sei Dank das Glück, dass da die Wegstrecke pro Fahrt nicht mehr so weit ist. Also wie am Anfang, wo der Traktor kalt war, noch dazu, da bin ich mit 2,5 km/h die ganze Strecke gefahren. Jetzt fahre ich kurz 4. Nachdem wie dick das Futter ist. Aber gehen wird der Fendt auch nicht schlecht, das muss man auch sagen. Der geht schon. Der passt für solche Arbeiten gut. Ja, was sagst du hier? Habt ihr Erfahrungen mit sowas? Also, ja, Grünhaken ist das ja keiner, aber mit Wintereinsaaten einbauen oder tut ihr sowas mahlen und wechseln? In welcher Größenordnung macht ihr das? Schreibt es da mal in die Kommentare, das würde mich persönlich interessieren. Wo das andere machen. Hat wer Erfahrungen mit dem 312er? Kennt sich da wer aus? Hat wer solche Maschinen? Ihr könnt es auch, wenn es wollt, also wenn das Interesse an der Maschine da ist, kann es auch gerne mehr Videos davon geben. Ich fahre hin und wieder mit dem. Aber in Zukunft werden dann. Ja. Generell so Let's Drive Gears, so wie das jetzt ist. Taugt euch das, ist das Abwechslung. Kann man sowas mehr machen, kann man sowas weniger machen. Mir taugt es einfach, weil ich hin und wieder da selber fahre. Da kann man dann sowas recht gut auch machen, weil ich denke, also ich persönlich schaue mir sowas auch immer noch gerne an. Das schaut schon geil aus. Natürlich, wenn es gemalt war, das war viel geiler. Da. Aber das kann man nicht machen. Aber man merkt schon, Wag, der zieht es brutal, oder brutal, aber schon ein bisschen nieder. Vor allem, wenn es das Futter liegt, auch noch.
schaut schon geil aus. Ich werde einfach die nächsten Tage mal hochladen. Heute ist, was ist heute? Heute ist Montag. Ich denke, dass das so Dienstag, Mittwoch einmal hochladen wird. Eher Mittwoch. Es gibt jetzt das erste Video auch von Ungarn. Ich denke, das haben ziemlich alle angeschaut, weil das Video ist absolut durch die Decke gegangen. Falls ihr es euch nicht angeschaut habt, schaut es euch an. Und falls ihr es euch schon mal angeschaut habt, schaut es einfach nochmal an, weil es ist obergeil. Also das Ungarn-Projekt da ist wirklich ein Wahnsinn. Es ist sowas von cool. Und mir persönlich, also mir taugt das absolut, dass ich da jetzt unten mit dem Landwirt da eben zusammenarbeiten, aber dass wir da jetzt das Ungarn-Video-Projekt da machen, das eigentlich durch Zufall entstanden ist. Und das ist wirklich cool. Das sind ganz andere Maschinen, ganz andere Flächen. Also mit einem Hektar, so wie da, fängt der mal genau gar nichts an. Maislegen wäre kein Mod, also wenn der Dominik da raufkommen wird, Maislegen, dann fährt er wahrscheinlich zweimal um und der Fläche ist in 10 Minuten fertig. Das ist aber in Wahrheit eigentlich auch ein Blödsinn, weil dann werde ich anfangen, da bist du zwei Jahre. Dass er so massig fuhr, da das Anfang, ja, Mitte, eigentlich schon Mitte Mai. Für das Jahr, es ist heuer extrem, wir haben eigentlich nicht damit gerechnet, dass so viel Futter da steht. Wir wollten eigentlich den Mist einfach so drauf schauen und das dann einbauen, aber damit ist absolut nichts geworden. Weil es hat jetzt tagelang geregnet, eigentlich fast Wochen, nein, Wochen, also es hat jetzt sicher eine Woche durchgeregnet. Heute ist der erste Tag, wo es einigermaßen geht. Es ist zwar noch immer brutal nasses Futter. Aber ich denke, dass jetzt sicher heute Morgen da bei uns in der Region, also ich habe heute noch keinen Segen, aber ich denke, dass das hier die ersten Mal mahlen werden. Heute und morgen. Und ja, wenn es bei mir das erste Video von uns da geben wird, vom Mahlen, weiß ich noch nicht, ehrlich gesagt. Das kann sicher noch ein bisschen dauern. Je nachdem, wann ich selber zum Fahren komme, beziehungsweise auch mit welchem Schwung, dass ich im Einsatz bin, werden auch sicher mehrere sein wieder. Vielleicht kriegen wir heuer wieder was zu probieren nochmal. Da haben wir schon den 6R150 zum Testen gehabt. Da wird es aber in Zukunft auch mehrere Videos geben mit der 6R150. Da freue ich mich schon richtig auf das. Aber Näheres dazu dann, wenn es soweit ist. Ja, leider Gottes keine Drohne da. Das wird schon auch richtig geil ausschauen da. Ein Wahnsinn, im Winter um die Zeit schläft man fast. Jetzt ist das schönste Wetter. Apropos Werbung, schaut euch alle mal auf unserer Instagram-Seite oder auf meiner Instagram-Seite. Da gibt es einen Post mit den Bullis,
schaut einmal, ob ihr Interesse habt. Es gibt schon einige Leute, die sowas haben. Es ist richtig geil. Und ich denke, dass das die ganze Landtechnik gut zeigt, da, dass das eine coole Sache ist. Eigentlich. Also die Pullis und das, und die Leibel und die Jacke, das gibt auch Straßenhosen. Ich habe zufällig gerade eine an. Ich weiß nicht, ob man es sieht.